Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Zuerst einmal wollte ich mich entschuldigen, dass jetzt wieder keine Videos kamen in letzter Zeit. Aber ich habe mich in den letzten Tagen einfach nicht so gut gefühlt. Aber das ist auch eine super Überleitung zu dem Video heute, weil heute wollte ich euch ein paar Dinge nennen, die mir geholfen haben, um mich wieder besser zu fühlen an den Tagen, wo ich mich nicht so gut gefühlt habe. Und das erste hört sich vielleicht etwas kontraproduktiv an, weil es ist einfach mal zu weinen oder generell das zu fühlen, was du gerade fühlst. Weil nicht jeder kann sich jeden Tag und jede Minute einfach glücklich und froh und was weiß ich fühlen. Das geht einfach nicht. Und von daher, wenn ihr euch manchmal down fühlt oder einfach weinen wollt, dann tut es, weil mir hilft das manchmal schon, wenn ich dann einfach mal gerade in dem Moment das fühle, was ich fühle, bevor ich das mache, was ich jetzt in den nächsten Tipps sage. Aber manchmal ist einfach nur das zu fühlen, was du gerade fühlst, schon genug, um dich wieder besser zu fühlen. Und das nächste, was ich dann mache, nachdem ich das Gefühl habe, was ich gerade fühle, ist, dass ich mir ein Podcast anhöre, der mich wieder motiviert oder mir auch Videos angucke oder irgendwas Motivierendes lese, weil das ist eigentlich das, was mich am meisten motiviert. Wenn ich gerade nicht wirklich down bin, sondern nur so ein kleines Tal habe von meiner Laune, hilft mir es eigentlich immer, irgendwas Motivierendes zu hören, zu lesen oder zu gucken. Weil es gibt ja auch ziemlich viele motivierende Videos auf YouTube. Und dann das Zweite, wenn ich schon etwas tiefer drin bin in dieser Down-Phase, ist, dass ich eventuell rausgehe oder mich mit Freunden verabrede. Oder halt eben einfach irgendetwas mache, weil wenn du etwas machst, hast du eigentlich keine Zeit mehr wirklich darüber nachzudenken, was dich gerade down bringt. Der nächste Tipp ist etwas, was wir in unserer Generation vermutlich wirklich mehr befolgen sollten und was ihr eventuell, wenn ihr mir auf Instagram folgt, auch bemerkt habt, dass ich in den letzten Wochen nicht so wirklich richtig aktiv war auf Instagram. Ganz einfach, weil ich jetzt auch dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so viel aktiv auf Instagram war, schon gemerkt habe, dass mich das teilweise runterzieht. Einfach nur immer diese Highlight-Reels von den anderen Menschen zu sehen, weil Instagram und generell Social Media ist ein Highlight-Reel. Niemand wird irgendein Foto posten, wenn er sich gerade schlecht fühlt oder krank im Bett liegt, weil das ist einfach nicht unser Instinkt, dass wenn wir uns schlecht fühlen, dass wir dann gerade ein Foto von uns machen wollen oder ein Video drehen wollen, wie ihr das ja jetzt auch hier bei mir gemerkt habt in den letzten Wochen, wo keine Videos kamen. Und das muss man sich einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass Instagram und so nicht das ganze Leben von diesen Personen ist, sondern wirklich einfach nur die Highlights vom Leben dieser Person. Wo sie sich gerade gut fühlen und glücklich sind und die schlechten Seiten, die zeigen Menschen normalerweise nicht auf Social Media. Wenn ihr euch gerade down fühlt oder euch die Motivation fehlt oder was weiß ich, vielleicht hört einfach mal auf einen Tag oder so einfach Instagram ständig zu checken und euch die Stories von den Leuten anzugucken, die gerade im Urlaub sind oder so und ihr denkt euch, oh mein Gott, ich würde jetzt auch so gerne im Urlaub sein, aber ich bin hier in Deutschland, wo es gerade regnet und stürmt und keine Ahnung was. Und die anderen Leute liegen gerade in der Sonne. Ich meine, klar, das kann motivierend sein. Und wie gesagt, ich gucke mir auch dann gerne schon mal Uplifting-Videos an, wenn ich mich gerade in so einer Phase befinde, weil es manchmal wirklich hilft, aber manchmal
Sollte man sich dem vielleicht dann nicht unbedingt aussetzen, wenn man merkt, dass einem das gerade in diesem Moment nicht wirklich gut tut oder einen nicht wirklich motivieren kann, sondern man sich dann einfach nur denkt, dein Leben ist so viel besser als meins. Warum kann mein Leben nicht auch so sein? Weil das nützt dir nichts im Endeffekt. Das nützt keinem von uns irgendwas, wenn wir uns wegen einem Leben, was so aussieht, als wäre es perfekt oder was weiß ich, uns selber schlecht fühlen, weil es ist nicht unser Leben und die Person hat gewiss auch schlechte Tage, nur sehen wir das eben nicht, wenn es dieser Person schlecht geht. Und um diesen Gedanken fortzusetzen, dass man sich, wenn man sich schlecht fühlt, vielleicht einfach mal mit sich selbst beschäftigen sollte, habe ich noch einen Tipp, der jetzt vielleicht nicht für jeden etwas ist, aber mir hilft er teilweise wirklich. Und das ist Meditieren. Weil wenn ich meditiere, komme ich einfach raus aus meiner Gedankenspirale, die mich dann gerade eventuell runterzieht. Und das habe ich jetzt ganz besonders in der letzten Woche gemerkt, dass mir Meditieren dabei echt helfen kann, aus dieser Down-Phase wieder rauszukommen, weil ich habe jetzt einmal am Tag meditiert in der letzten Woche und ja, mir hat das wirklich geholfen. Ich weiß nicht, jeder kann mit Meditation was anfangen und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das nicht euer Ding ist, aber mir hilft es und vielleicht hilft es einem von euch auch, wenn ihr es probiert, aber wenn ihr es nicht probieren wollt, dann ist das auch okay, weil, wie gesagt, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, als ich das zum ersten Mal gehört habe und mir dachte, warum soll mir das denn helfen? Aber wenn ich es häufig genug mache, hilft mir das wirklich, mich mehr positiv zu fühlen. Wenn ihr noch weitere Tipps habt für mich oder auch für andere, die dieses Video finden sollten, dann schreibt sie doch mal in die Kommentare, weil ich glaube, jeder ist dankbar für Tipps, wie man aus einer schlechten Phase wieder rauskommt. Aber dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und dann danke schön fürs Zuschauen und wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr mich sehr gerne abonnieren und dann werde ich euch in meinem nächsten Video wiedersehen. Bye! Clearly I don't see myself upon that level.